Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, ich bekomme zurzeit immer wieder Nachrichten wie: Hey Luis, kannst du mir sagen, was ist das beste DJ-Equip oder was ist der beste DJ-Controller? Und leider kann ich euch diese Frage nicht beantworten, denn jeder muss selber für sich ja den besten DJ-Controller finden. Das ist sowohl auch für Musik als auch für irgendein anderes Hobby. Das heißt, ihr müsst selber rausfinden, was passt zu euch, mit was könnt ihr am besten arbeiten. Und die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, ich habe damals angefangen mit einem Numa-Controller, beziehungsweise davor hatte ich ja noch einen anderen, aber den habe ich, glaube ich, nur eine Woche gehabt oder so und habe halt einfach festgestellt, der ist überhaupt nichts für mich. Dann habe ich gewechselt zu einem Numa Mixtrack Pro 3, dazu habe ich natürlich auch schon ein Video gemacht und der hat mich auch ziemlich lange begleitet. Bloß nach einer Zeit musste ich upgraden und habe ein bisschen Geld auf die Seite gespart, um mir meinen Pioneer XJ RX2 leisten zu können. Ja, das Einzige, was ich euch so in den Videos ein bisschen mitteilen kann oder, wie soll ich sagen, so eine kleine Kaufentscheidung abnehmen kann, ist über meine DJ-Kopfhörer. Ja, ich dachte mir, ich mache mir jetzt einfach so eine Playlist, wo ihr dann einfach so nach und nach die Videos anschauen könnt, was euch so interessiert, über mein Equip. Das heißt, ich kann euch gerne vorstellen, was ich selber benutze und warum ich das benutze und ob ihr das dann kauft oder nicht, das müsst ihr selber wissen. Aber ich würde sagen, wir starten heute mal mit diesen Kopfhörern, aber erstmal das Intro. Ja Leute, das hier sind meine DJ-Kopfhörer. Die besitze ich jetzt schon gut 2 Jahre, oder? Ja, gut 2 Jahre. Und ich bin wirklich zufrieden mit denen. Es gibt natürlich auch negative Punkte zu diesem Kopfhörer. Aber ich sage euch erstmal die Marke. Und zwar ist es von der Marke American Audio HP 550. Ich habe mir die damals auf Amazon bestellt. Ich glaube knapp unter 30 Euro. Ich habe halt einfach so ja schnell und günstige DJ-Kopfhörer gesucht und bin einfach bei diesen hängen geblieben. Ja, und mir gefällt einfach die Farbe Weiß sehr, sehr gut. Erstens, es sieht richtig cool aus, wenn man irgendwie auflegt. Ich kann ja euch die mal zeigen, wenn ich die aufhab. Ja, ich finde, optisch sehen die auch gar nicht mal so schlecht aus. Und genau, dazu bekommt man ein 3 Meter Kabel. Das heißt, man hat genug Platz, um aufzulegen. Das heißt, man muss sich nicht irgendwelche Gedanken machen, wenn jetzt der Controller ein bisschen weiter weg ist oder man bewegt sich irgendwie beim Auflegen, dass man gleich den Stecker rausreißt oder so. Ja, man hat hier einfach genug Spielraum. Und vielleicht kann man es auch jetzt hier schon erkennen. Ein Teil vom Kabel ist einfach so geriffelt, um, ich glaube, das ist für den Schutz gedacht. Das heißt, dass das Kabel nicht so schnell einen Knick bekommt und dann irgendwie kaputt ist. Der einzige oder der erste Nachteil ist, vielleicht kann man es schon hören, das meiste ist aus Kunststoff. Ich habe festgestellt, dass man diese Kopfhörer nicht mehr auf Amazon kaufen kann. Ich werde natürlich irgendwo eine Alternativseite für euch suchen und werde die euch unten in der Videobeschreibung reinpacken. Ja, wenn ihr Interesse an DJ-Kopfhörern habt, auch in der Farbe Weiß, kann ich euch die empfehlen. Aber jetzt kommen wir mal zu den negativen Punkten, weil da gibt es schon ein paar. Und zwar, wie gesagt, erstens qualitativ nicht das Beste, weil, wie gesagt, man hört schon, es ist meistens aus Plastik. Ja, ich muss auch sagen, das ist auch schon mein zweites Paar. Ich hatte davor das gleiche Paar auch schon mal mir zugelegt. Das Problem ist, ich habe die damals so, wie es jetzt ist, einfach in meinen Rucksack gepackt und da waren noch andere Gegenstände drin und dann, wo ich die ausgepackt habe, habe ich gemerkt, dass hier ein Bügel gebrochen ist. Das heißt, ich hatte nur noch einen einzigen Kopfhörer. Ja, eigentlich war ich zufrieden mit denen, aber man hat halt einfach gemerkt, für unter 30 Euro darf man auch nicht zu viel erwarten. Deswegen, ja, wenn ihr günstige Kopfhörer sucht, kann ich euch die empfehlen. Wie gesagt, ich versuche eine Seite zu finden. Vielleicht gibt es die auf eBay, muss ich mal schauen. Das Coole war damals, wo ich mir die bestellt habe, wenn es angeliefert wird, bekommt man hier noch so eine kleine Tasche dazu. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil man kann die Kopfhörer zum Beispiel hier, also diese einzelnen Ohrmuscheln, einmal komplett um 90 Grad, ich glaube 90 Grad sind das, oder? Ja, 90 Grad drehen, und zwar auf beiden Seiten. Und dann kann man die einfach ganz easy zusammenklappen. Dann sieht es so aus. Und dann nimmt sie einfach die Tasche, packt sie in die Tasche. Dann kommt noch das Kabel mit rein. Ja, so ist es einfach sicher für den Transport. Und genau, der andere Vorteil, warum ich mir die nochmal dann gekauft habe, war, Moment, ich habe noch andere Kopfhörer. Und zwar, vielleicht kann man den Unterschied schon erkennen. Das sind jetzt auch No Name oder von Easy oder wie die heißen. Die Ohrmuschel ist nicht besonders groß und wenn ich die jetzt mal aufsetze, sehen die auch gar nicht mal so schlecht aus. Das Problem ist nur, ich habe festgestellt,
dass diese Ohrmuschel nicht komplett abgedeckt ist, sondern die drücken halt komplett auf das Ohr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr ungefähr 5 Stunden oder so auflegen müsst und ihr mit den Kopfhörern auflegt, ihr habt ungefähr solche Ohrenschmerzen und die Ohren glühen und was weiß ich. Deswegen habe ich die einfach nur so, ja, wenn ich mal irgendwie draußen unterwegs bin und ich Kopfhörer brauche, nehme ich die her. Aber zum Auflegen habe ich die Kopfhörer, weil hier kann man schon sehen, die Ohrmuschel ist viel, viel größer. Und das Coole daran ist, wenn ich die aufsetze, ist komplett das ganze Ohr damit abgedeckt. Das heißt, die drücken nicht auf das Ohr, sondern das Ohr befindet sich in der Muschel. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und das war einfach so ein Grund für mich, die Kopfhörer einfach nochmal zu bestellen. Weil es gibt auf Amazon, wenn ihr schaut, wenn ihr mal DJ-Kopfhörer oder so eingibt, gibt es natürlich verschiedene, 100 verschiedene oder so. Und es gibt auch viele, die sind viel, viel kleiner. Also das heißt, die Ohrmuschel ist viel, viel kleiner. Die habe ich mir bewusst nicht gekauft, weil ich weiß, ich kriege damit einfach Ohrenschmerzen. Auch wenn der Klang super ist, aber ich kann damit nicht 5 Stunden auflegen. Deswegen habe ich mir halt einfach, wie gesagt, welche gesucht, wo mein komplettes Ohr ja abgedeckt ist und die nicht direkt aufs Ohr drücken. Der nächste Vor- und Nachteil zusammen ist eigentlich die Qualität, weil Qualität ist eigentlich somit das Wichtigste beim Auflegen. Ich muss sagen, die Höhen und die Tiefen sind wirklich gut mit diesen Kopfhörern. Trotz 30 Euro oder unter 30 Euro hat man hier echt einen guten Klang. Das einzige Problem ist, was ich festgestellt habe beim Auflegen, wenn ihr ja das Volumen ein bisschen erhöht von den Kopfhörern, dann fehlt einfach ein bisschen was. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden, wenn die Kopfhörer gerade mal 30 Euro kosten. Ja, was ich noch feststellen konnte, was sehr, sehr geil ist, wenn ihr zum Beispiel im Club mal auflegen solltet, sind ja die Boxen oder die Anlage im Club meistens auf volle Lautstärke. Und da müsst ihr auch drauf achten, wenn ihr dann irgendwie unterm Mischen seid, das heißt einen Song in den anderen mischen, müssen die Kopfhörer trotzdem den Sound von der Anlage ja auch übertrumpfen. Weil es gibt zum Beispiel auch Kopfhörer, wenn die Anlage oder der Raum voll beschallt ist mit der Musik, dass die Kopfhörer einfach nicht mehr das Volumen bringen. Und da muss ich sagen, mit denen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich habe damals, wo ich auf einer Hausparty aufgelegt habe, habe ich mir auch ziemlich große Boxen auch ausgeliehen. Und ich konnte trotzdem ohne Probleme mit diesen Kopfhörern abmischen bzw. ja, einen Übergang machen. Ich kann euch die echt nur empfehlen. Wie gesagt, ich versuche einen Link zu finden und packe ihn euch unten in die Videobeschreibung. Ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt oder sonstige Wünsche habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ich noch irgendwas vorstellen soll, schreibt mir das unten gerne in die Kommentare. Dann werde ich natürlich ein Video drüber machen. Und was ich ganz vergessen habe, die sind natürlich auch beschriftet mit rechts und links. Das heißt, dann wisst ihr immer, wie rum ihr die aufsetzen müsst. Das heißt, so sehen die aus dann. Mit einem 3 Meter Kabel ohne Probleme. Ich habe jetzt hier nur so einen Adapter drauf. Den kann ich ja mal kurz abmachen. Ich habe dann die 3,5 Klinke. Und in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte den einen oder anderen ein bisschen ja, bei der Kaufentscheidung erleichtern oder helfen. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und Peace.